hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zur Chronik von Maler Mondschatten. Wir treffen Maler in Holbrack wieder. Sie hat eine Nachricht von Kaith erhalten, die herausgefunden hat, wohin Eärstegalkin reist. Er ist auf dem Weg in den Eisklammsund, zur Zierde der Wogen und den dortigen Kodern zu helfen. Die Gegend liegt hoch im Norden und steht stark unter Jormags Bedrängnis. Kaith hat sich bereits auf den Weg gemacht und bittet Maler um Unterstützung. Der Eisklammsund befindet sich nördlich der Wandererhügel, dem Startgebiet der Norn. Die Region ist reich an Mithril und harten Hölzern und es ist ratsam, die Maximalstufe erreicht zu haben, bevor man hier Abenteuer sucht. Der Sund wurde geschaffen, als Jormag erwachte und nach Süden drängte. Das so geschaffene Meer dominiert die Region und bietet undurchdringliche Tiefen, in denen sich auch Quaggern niedergelassen haben. Insbesondere im Westen und im Norden des Gebiets findet sich von Jormag verdorbenes Eis, das von Söhnen Svanias und der Eisbrut bewacht wird. Die gesamte Region sieht sich ständigen Angriffen von Jormags Drachendienern ausgesetzt. Der Südosten des Eisklammsunds ist von einem Stamm Grawler bewohnt, die Reisen überfallen und vor denen man sich in Acht nehmen muss. Auch die Schaufler haben ein großes Territorium in den Höhlen der Zittergipfel. Im Westen des Gebiets befindet sich die Jagdbiegung, die einen wichtigen Stützpunkt während der Flucht der Askalonier vor 250 Jahren bot. Dort und überall in der Region sind Kodan zu finden, die den Eisklammsund dominieren. Maler findet auf ihrem Weg zur Zierde der Wogen alte Ruinen, die inzwischen teilweise überflutet sind. Das weckt natürlich ihre Neugier und sie beschließt, die Ruinen zu erforschen. Die Ruinen selbst werden von Eistrollen bewohnt, mit denen Maler immer wieder in Konflikt gerät. Es handelt sich hier um das Sprungrätsel, die zerschmetterten Eisruinen, bei dem man die vereisten Ruinen erklimmen muss. Auf der Spitze der Ruinen findet Maler neben einer Belohnungstruhe auch eine tolle Gelegenheit für astronomische Forschungen und zeichnet die Konstellation der großen Geister-Schneeleopardin auf. Danach setzt sie ihren Weg fort. Ursprünglich lebten die Kodan nur in der nördlichen Polarregion. Nachdem Jormag erwachte, wurden sie bis zu den nördlichen Zittergipfeln gedrängt. Die Kodan leben in Stämmen auf ihren schwimmenden Eisfestungen, die zwei Anführer haben, die Stimme und die Klaue. Die Stimme ist der spirituelle Anführer des Stammes, die Mitteilungen von Koda weitergibt und die Klaue berät. Die Klaue ist der physische Anführer des Stammes, der für den Schutz der Eisfestung und der Stimme zuständig ist. Die Klaue führt die Worte der Stimme aus. Die Klaue und die Stimme werden meistens zur selben Zeit bestimmt und beenden ihre Herrschaft gleichzeitig. Wenn einer von ihnen stirbt, ist es in der Tradition so, dass der andere zurücktritt. Maler erreicht dann auch schließlich die Zuflucht der Kodan vor der Zierde der Wogen. Hier sammeln sich Flüchtlinge und Schiffbrüchige der Kodan-Festung, die vor der Eisbrut geflohen sind. Und hier findet sich auch die Kodan-ramponierte Tücke, die etwas Bier aus den Trümmern geborgen hat und das auch verkauft. Fürchtet ihr den Tod? Nur weil er unpraktisch ist. Dann naht auch schon der Zeitpunkt, sich mit Kaith und Eär zu treffen. Die beiden befinden sich im Gespräch mit der Klaue, der Zierde der Wogen. Was machen wir hier, Eär? Unser Schiff wird von Jormags Dienern angegriffen. Die Stimme, unsere geistige Führung, verfällt dem Wahnsinn. Wir müssen sie retten. Das ist Selbstmord. Lasst uns Verstärkung holen. Nein, dafür ist keine Zeit. Wenn es sein muss, gehe ich allein. Das würdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Scheint ohnehin niemanden zu scheren, ob ich lebe oder sterbe. Möge meine Legende hier enden. Wir müssen jetzt los. Ich mache mir Sorgen um die Stimme. Das ist vergebliche Liebesmüh, Eär. Dann soll es so sein. Die einzige Verstärkung, die Eär und Kaith haben, sind neben Maler ein Asura mit dem Spitznamen Schnapster, ein Wiedergänger, und die Waldläuferin Alva, eine großgewachsene Silvari. Der kleine Trupp macht sich dann auch bald auf den Weg, tiefer in die überrannte Zuflucht der Kodan. Sie treffen auch sofort auf Widerstand. Bereits hinter dem ersten Tor wartet die Eisbrut. Tötet die Feinde des Drachen! Die Eisbrut hat sich in dieser Halle verschanzt, rund um eine große, verdorbene Eisscherbe. Der Rettungstrupp wird konstant von der Eisbrut angegriffen.
Der ständige Ansturm der Eisbrut setzt den kleinen Trupp mächtig unter Druck und endet erst, als es Mala gelingt, die Eisscherbe zu zerstören. Mächte des Bösen sind überall auf dem Schiff. Ich sollte der Stimme helfen. Wir müssen zu ihrer Kammer. Die Klaue drängt verständlicherweise auf Eile, während sich der Trupp erstmal wieder sammelt. Die Gefährten müssen sich den weiteren Weg bitter erkämpfen, da sie immer wieder von der Eisbrut attackiert werden. Hier hatte Kaith auch recht. Wäre er allein gegangen, wäre dieser Vorstoß Selbstmord gewesen. Die Kämpfe auf der Zuflucht haben deutliche Spuren hinterlassen, auch wenn diese nicht alle von der Eisbrut verursacht worden sind. All diese Wunden. Sie ist gefallen. Ich wusste nicht, wie tief. Ihr meint, die Stimme griff andere Kodan an? Sie ist von Kodas Wut beseelt. Sputen wir uns. Ich habe euch geschlagen. Die Eisbrut hat einige Verteidigungen hinterlassen, die den Rettungstrupp aufhalten. Darunter sind auch unangenehme magische Türme, die einen Angreifer einfrieren können. Die müssen erst beseitigt werden, bevor der Rettungstrupp weiter vordringen kann. Schließlich erreichen sie die Kammer der Stimme, aber sie sind zu spät. Die Stimme ist schon nicht mehr da. Stattdessen werden sie von Kulak, dem Gefallenen, erwartet, einem mächtigen Sohn Zwaniers. Das ist das Versteck der Stimme. Wer seid ihr? Ich stehe im Dienste von Fluch der Kodan. Wir sind auf der Jagd nach eurer kostbaren Stimme. Sie kann fliehen. Aber wir werden sie finden und zu Jormags Dienerin machen. Und nun sterbt! Unter dem Geprahle von Kulak kam allerdings auch eine Botschaft der Hoffnung beim Rettungstrupp an. Die Stimme der Kodan ist noch nicht tot oder gefallen. Die Eisbrut jagt sie noch in der Zierde der Wogen. Allerdings erweist sich Kulak als ein ausgesprochen schwieriger Gegner. Er füllt den kleinen Raum, in dem er dem Trupp stellt, mit Eisfeldern, die verheerende Schäden unter dem Trupp anrichten. Der Rettungstrupp fällt einer nach dem anderen, bis nur noch Alva um ihr Leben kämpft. Kulak ist aber auch schon schwer angeschlagen und Malas Wiederbelebungskugel schafft es, sie wieder ins Leben zurückzuholen. Mala gelingt es dann auch, Kulak dem Gefallenen den letzten Schaden zuzufügen. Spürt die Macht Jormags! Sie ist fort. Wir müssen sie vor diesem Fluch der Kodan finden. Die Stimme und die Klaue stehen miteinander in Verbindung. Sie befindet sich tiefer in der Zuflucht. Sie leidet sehr stark. Wir werden sie finden. Wir dürfen sie nicht Jormags Dienern überlassen. Nach diesem Kampf muss sich der Trupp aber auch erstmal wieder sammeln und regenerieren, bevor sie weiter vordringen können. Als sie wieder unterwegs sind, meldet sich Kaith zu Wort. Man merkt schon, dass Kaith versucht, eher wieder für den Kampf gegen Saitan zu gewinnen. Wisst ihr vielleicht, was hier geschieht, Er? Die Lage in Ruhe einschätzen. Das würde er wohl tun. Er wiederum wirkt nicht sehr empfänglich für die etwas plumpen Versuche der Silvari, die Norn wieder auf den rechten Weg zu führen. Sie wechselt lieber das Thema auf die bevorstehende Aufgabe. Hier trennen sich die Spuren. Ja, aber wir folgen der Stimme. Ihr Schmerz ruft nach mir. Jenseits der Brücke versperren ein Eisbrut-Goliath zusammen mit zwei Söhnen Zwaniers den Weg. Greift mein Ziel an! Während die Söhne Svanis schnell fallen, liefert der Goliath noch einen längeren Kampf, aber mit solchen Gegnern wird der Rettungstrupp leichtfertig. Und es scheint, als würden sie den Verfolgern der Stimme näher kommen. Wir sind hier fertig. Der Trupp eilt weiter, aber die Eisbrut hat einen Bewacher für die Tür zurückgelassen, der die Gefährten aufhalten soll. Hirvela, der Verlorene, versucht, die Retter der Stimme aufzuhalten und stürzt sich auch gleich auf Mala. Allerdings kann sich Mala seinem Zugriff entziehen und Hirvela attackiert stattdessen lieber die anderen Angreifer. Unterm Strich erweist sich Hirvela als lange nicht so gefährlich wie Kulak und der Rettungstrupp hat keine Schwierigkeiten, den Weg freizumachen. Der weitere Weg führt tiefer in die Zierde der Wogen hinein.
Über eine schmale Wendeltreppe gelangen die Angreifer in einen großen Raum, in dem die Drachendiener eine Falle hinterlassen haben. Weitere Spuren. Warum trennen sie sich? Wir müssen der Stimme nach. Hier entlang. Der Raum ist angefüllt mit Eisstacheln, die Blutungen verursachen. Trotzdem können die Gefährten den Raum schnell durchqueren, aber die Drachendiener beschwören eine Eiswand, die den weiteren Weg versperrt. Die Falle wird komplett ausgelöst, als auch noch Eiselementare auftauchen, die die Gefährten attackieren. Dieser Kampf ist erstmal besonders schwierig, weil man die Eiswand nicht ins Ziel nehmen kann. So kommt der Rettungstrupp erst weiter, nachdem Maler die Eiswand direkt attackiert, während Schnapster und Alva die Elementare hinhalten. Danach können die Elementare beseitigt werden. Hinter der Eiswand haben sich noch Söhne Svanius und Eisbrut postiert, die aber den Rettungstrupp nicht wirklich aufhalten können. Doch die Drachendiener haben noch Lani Winterfaust aufgeboten, der den Angreifern eine weitere Falle stellt. Komm zu mir, meine Schöpfung. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Mal sehen, wie euch das gefällt. Und Winterfaust lässt die Falle zuschnappen. Der weitere Weg füllt sich mit Eistürmen und von allen Seiten greifen Söhne Svanius und Eisbrut an. Leider gelingt es nicht, Lani aus der Falle herauszuziehen, sodass der Kampf gleich wieder Opfer fordert. Die von Alva herbeigerufenen Geister sind aber eine große Hilfe. Winterfaust hat es allerdings, wie so viele Gegner zuvor, besonders auf den Asura Schnapster abgesehen. Vielleicht liegt es an der Größe, auch wenn Schnapster für einen Asura durchaus stattlich ist, aber die Eisbrut und die Söhne Svanius konzentrieren sich besonders gern auf den Wiedergänger. Das erlaubt es Maler, Winterfaust ungestört zu bearbeiten, und dieses Kreuzfeuer hält auch der Norn nicht lange aus. Sieh mal, wie hübsch. Der Rettungstrupp hält sich auch nicht lange auf und folgt weiter dem Fluch der Kodan. Allerdings werden sie weiterhin von der Eisbrut aufgehalten und es wird deutlich, sie kommen zu spät. Empfangt die Macht des Drachen. Lasst mich in Ruhe, bitte. Geht den Weg des Drachen. Das Geschenk des Drachen. Sein Blut ist eures. Die Stimme der Zierde der Wogen erwartet den Rettungstrupp am Ende der Halle. Jormags Verderbnis hat die Stimme überwältigt. Sie wendet sich jetzt gegen den Rettungstrupp und die Gefährten sind dazu verdammt, die Stimme zu bekämpfen. Und sie sind auch dazu gezwungen, die Stimme zu töten. Das ist insbesondere für die Klaue eine verheerende Tat. Lasst mich mit meiner Stimme und meiner Zuflucht sterben. Klaue von der Zierde der Wogen, ich weiß, dies schmerzt euch wohl mehr als jede Klinge. Aber ein Fehlschlag darf nicht das Ende sein. Ich habe es euch doch gesagt. Lasst sie ausreden. Wer zu Boden geht, ist nicht besiegt. Wer nicht aufsteht, der hingegen schon. Ich verstehe. Los, kommt. Wir erledigen die Kreatur, die eure Stimme getötet hat. Manchmal muss man eine Erkenntnis wohl selbst haben, damit sie wirkt. Und gut, dass Maler da war, um Kaith im entscheidenden Moment zum Schweigen zu bringen. Er war immer jemand, der für andere da war, und diese Mission in der Zierde der Wogen hat ihr eine andere Perspektive auf ihre eigene Situation gegeben. Nun gilt es nur noch, den Fluch der Kodan zu stellen und die Zierde der Wogen aus Jormags Würgegriff zu befreien. Jormags Champion ist auch nur eine Halle weiter. Jormag, so hört! Ich jage für euch! Kodas Stimme ist nun auf eurer Seite! Trinkt! Und verleiht mir eure Kraft! Ha! Greift mein Ziel an! Der Drachenchampion, der als Fluch der Kodan bezeichnet wurde, und sein Begleiter, der Zahn des Fluchs, stellen nun das letzte Hindernis zur Befreiung der Zierde der Wogen dar. Der Rettungstrupp konzentriert sich zunächst auf den Begleiter des Drachenchampions. Der riesige Lindwurm kann auch den Angriffen der Gefährten nicht lange standhalten und so steht der Drachenchampion bald alleine da. Das ist erfrischend. Und ihr dachtet, ich sei geschlagen. Der Fluch der Kodan hat es auch wieder besonders auf Schnapster abgesehen,
und es gelingt dem verdorbenen Norn, den Asura niederzuschlagen. Mala wiederum gelingt es aber immer wieder, Schnapsa wieder aufzurichten, sodass der Drachenchampion ihr nie seine volle Aufmerksamkeit widmen kann. Das erlaubt es Mala, Alva und den anderen Begleitern, dem Fluch der Kodan ordentlich zuzusetzen, und dem kann auch der Drachenchampion nicht lange widerstehen. Die Stimme ist fort, aber wir dürfen nicht aufgeben. Das weiß ich nun. Lasst eure Fehler euch nie besiegen. Hab ich euch das nicht die ganze Zeit gesagt, Er? Ja, Keith. Aber manches muss man selbst erkennen. Suchen wir die anderen. Wir müssen uns um einen Drachen kümmern. Damit ist die Zierde der Wogen erst einmal wieder vor Jormaks Angriff gesichert. Auch wenn die Stimme der Zierde tot ist, kann dieser Stamm der Kodan wieder versuchen, seine Zuflucht aufzubauen und wieder an Stärke zu gewinnen. Und es scheint, als hätte Er hier auch eine Lektion gelernt, die sie sich nur selbst beibringen konnte. Nach der Niederlage gegen Kalkatorik und insbesondere den harschen Worten Sojas in der Umarmung der Betrübnis war die Norn am Ende ihrer Kräfte. Doch sie hat nun neue Hoffnung geschöpft und wird sich dem Kampf gegen Seitan anschließen. Der Rettungstrupp verabschiedet sich hier voneinander und geht seiner Wege. Malas Besuch im hohen Norden ist damit aber noch nicht beendet. Nachdem die Kodan der Zierde der Wogen wieder neue Hoffnung geschöpft haben, reist Mala weiter nach Norden zum Schneeanstieg, da nur hier die Konstellation der großen Geisterbären sichtbar ist. Hier, in der nördlichsten Zuflucht der Kodan, gelingt es ihr, diese zu kartografieren, und damit hat sie auch die Konstellationen der Norn vollständig. Aber Jormark drängt hier überall in Richtung Süden. Nur unweit der Zierde der Wogen hat der neu geschaffene Pakt eine kleine Abwehrstellung errichtet. Die Abwehrstellung ist mit experimentellen Kanonen ausgerüstet, die nach Norden ausgerichtet sind. Es dauert auch nicht lang, bis der Grund für diese Abwehrstellung sichtbar wird. Die greifen an! Denkt an eure Ausbildung! Die Klaue von Jormark, einer der mächtigsten Champions des Eisdrachen, führt den Angriff auf die Paktstellung. Der Drache erzeugt verdorbene Eiskristalle, die die Eisbrut hervorlocken. Die Verteidiger sind aber zur Stelle und können die Eiskristalle zerstören. Macht die Kanonen schussbereit! Die Sache ist noch nicht ausgestanden! Trotz der Grausamkeiten des Drachens ist ein Anhänger Jormarks vor Ort, der den Altdrachen anpreist. Durch Jormark ist alles möglich! Denn durch Jormark fließt alle Kraft! Die Zerstörung des Kristalls reizt den Champion zum Angriff und die Paktkanonen beginnen ein Sperrfeuer. Die Klaue Jormarks führt trotz des Sperrfeuers einen weiteren Überflug durch und lässt wieder Eiskristalle herabregnen. Die Verteidiger gehen unverzüglich über den Eiskristall, um die auftauchende Eisbrut zu vernichten. Und so kann das Gebiet um den Außenposten wieder gesichert werden. Der Offizier des Paktpostens hat aber schon eine Ahnung. Er wird jeden Augenblick da über die Berge kommen. Ich weiß es! Der Eiskristall setzt magische Energie frei, die den Drachen anzulocken scheint. Die Augen zum Himmel! Haltet den Drachen im Visier! Der Offizier liegt auch richtig mit seiner Ahnung. Die Klaue von Jormark setzt ihren Angriff fort. Holt ihn vom Himmel! Der Drachenchampion führt mehrere Überflüge aus, um den Soldaten des Pakts richtig Angst zu machen. Erst dann beginnt die Klaue von Jormark ihren Angriff. Das Eis schirmt ihn vor unseren Angriffen ab! Zerstört die Barriere! Der Drachenchampion hat seine Angriffsposition eingenommen und sich mit Eiswänden geschützt. Die von ihm ausgehende Eiseskälte erzeugt Panik und Qualen unter den Verteidigern. Und auch Mala ist erstmal gezwungen, sich zurückzuziehen. In der Nähe der Kanonen lässt der Drache Eisbrut auferstehen, die die Paktkämpfer unter Druck setzen. Wellen von Eiskanten brannten gegen den Außenposten. Der Pakt ist in höchster Bedrängnis. Doch dann gelingt dem Pakt die Wende. Die Eismauer, die die Klaue schützt, zerbricht und die Paktkämpfer können zu dem riesenhaften Drachen vordringen. Die Kämpfer können der Klaue ordentlich zusetzen und der Drache ist zum Rückzug gezwungen. Mit einem schnellen Sprung bringt sich der Drache wieder in die Luft und beginnt seinen Angriff erneut.
Die Paktkämpfer beobachten wieder angestrengt den Himmel. Die Kanonen sind ausgerichtet. Dieses Mal holen wir ihn vom Himmel. Da kommt er. Feuer frei! Und diesmal greift das Sperrfeuer. Der angeschlagene Drache kann diesmal seine Angriffsposition nicht einnehmen. Doch angeschlagen ist nicht besiegt und jetzt überstürzen sich die Ereignisse. Die Paktkämpfer stürmen sofort wieder vor zur Klaue von Jormak, bevor sich der Drache wieder regenerieren kann und wieder mit Eiswänden schützen kann. Und diesmal hat der Drachenchampion dem Pakt nichts entgegenzusetzen. Die Klaue Jormaks fällt geschlagen von der Klippe ins eisige Wasser des Eisklammsunds. Mit dem Tod dieses mächtigen Drachenchampions kann Jormaks Ansturm in dieser Region etwas verlangsamt werden. Aber solange der Altdrache noch lebt, wird es keinen Frieden für die Völker Tyrias geben. Damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Episode. In der nächsten Episode werden wir uns wieder dem Kampf gegen Seitan zuwenden und der Krieg gegen den Altdrachen wird im vollen Umfang ausbrechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da oder wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch schon sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!